Es ist soweit, das Unabhängigkeitstag-Special in GTA Online 2024 ist da. Und wir sprechen heute darüber, was du diese Woche in GTA Online nicht verpassen darfst und womit du mal richtig Kohle verdienen kannst. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht ewig herum, sondern starten direkt mal mit den Sachen, die diese Woche etwas besonderer sind als die anderen. Und zwar einmal haben wir heute ein neues Auto in GTA Online freigeschaltet bekommen. Okay, so ganz überraschend kam das jetzt nicht. Und zwar ist es der Overflöd Pipistrello, den GTA Plus Mitglieder auf der PS5 und der Xbox Series X und S ja bereits seit einer Woche seit dem Update testen können. Jetzt bekommen ihn alle Spieler, egal auf welcher Plattform, und können ihn auf der Seite von Legendary Motorsport für 2,95 Millionen, also fast 3 Millionen GTA-Dollar kaufen. Wir konnten das Auto ja jetzt schon seit ein paar Tagen testen und man muss dazu sagen, ja, er ist ein Elektroauto, er hat einen automatischen Spoiler, hat Platz für zwei Insassen, Tuning ist so, ja, mittelmäßig. Leistungsmäßig, wenn es um viele Kurven geht, gar nicht mal verkehrt. Aber wenn ihr so eine klassische Stuntrennen von Rockstar Games viel fahrt und auf der Geraden, habt ihr mit der Karre leider keine Chance. Tuning-Gameplay zum Auto habe ich euch auch auf meinem Zweitkanal bereits hochgeladen, falls ihr euch das also nochmal in voller Länge anschauen möchtet und schauen möchtet, was man da so mitmachen kann. Ich habe es euch verlinkt. Und wenn du jetzt sagst, Alter, ich will unbedingt den Pipistrello haben, aber ich kann ihn mir einfach nicht leisten, dann check auf jeden Fall mal meinen Partner Easy Looting ab, denn dort findest du die besten und die sichersten Money Boosts für dein GTA Online Account. Du kannst einfach auswählen, auf welcher Plattform du spielst, wie viel Geld du in GTA Online haben möchtest und ganz wichtig, zu guter Letzt noch den Rabattcode JULEX benutzen, um maximal zu sparen. Den Link zu Easy Looting findest du auch in der Videobeschreibung. Aber das ist natürlich nicht alles, was sich heute in GTA Online ändert, denn wenn wir uns einfach einmal diese Woche in GTA Online einloggen, bekommen wir noch den Feuerwerk-Fischerhut, den Sternenbanner-Fischerhut, den Lady Liberty Fischerhut und natürlich auch durch die Konkurrenzkämpfe freischaltbar die ganzen Bierhüte. Sowohl den Pisswasser Bierhut, den Benedict Bierhut, den Patriot Bierhut und den Super Wet Bierhut sowie das The Statue of Happiness T-Shirt. Zusätzlich zu diesen Sachen sind natürlich auch die ganzen Unabhängigkeitssachen wieder im Spiel. Also zum Beispiel das Motorrad, die Surface Sign oder auch der Monster Truck, aber eben auch die ganzen Unabhängigkeitstags-Outfits, das Feuerwerk-Abschussgerät, die Gesichtsbemalung, die Wolfsmaske und so weiter und so fort. Also dieser Content, der einfach jedes Jahr ins Spiel kommt, der ist jetzt wieder in GTA Online verfügbar. Außerdem gibt es natürlich eine neue wöchentliche Herausforderung. Und zwar müssen wir dafür einfach 3 MOC-mobile Operationen absolvieren. Das sind die Missionen im MOC. Und bekommen dafür dann 100.000 Dollar als Bonus. Außerdem gibt es direkt auf genau diese Mission dreifach Geld und RP in dieser Woche. Sowie doppelt Geld und doppelt RP auf den Gegnermodus Running Back Remix und auf die ganzen, jetzt haltet euch fest, Schrottplatz heißt's. Ja, wie lange haben wir darauf gewartet? Für alle, die auf dem Karrieremodus immer noch darauf schwitzen. Wirklich eine absolut nice Sache, auf die wir so ewig gewartet haben. Jetzt ist es da, Schrottplatz heißt mit doppelt Geld und RP. Außerdem verdienen wir im Schrottplatz noch mit den Tageseinnahmen doppelt so viel und es gibt natürlich 50% Rabatt auf alle Unabhängigkeitstags, Autos und Gegenstände, wie zum Beispiel das Motorrad, dieses Surface Sign und so weiter, aber eben auch auf den USA Fallschirmrucksack im Ammunition. 30% Rabatt gibt es aufs MOC, den Bravado Hot Ring Hellfire, den Declis Vigero ZX Cabrio, sowie über den Übermacht Revolta und auf den Weenie Dynasty. Sowie im Waffen-Gun-Van gibt es das Feuerwerk-Abschussgerät mit 60% Rabatt bzw. 70% für GTA Plus Mitglieder. Die Muskete mit 60% bzw. 70% für Mitglieder von GTA Plus. Und natürlich auch die Marksman-Pistole, die ebenfalls kostenlos für GTA Plus Mitglieder ist. Im Schrottplatz gibt es ebenfalls wieder die ein oder andere Überraschung. Und zwar einmal haben wir hinter der Coquette D10 den U-Boot heißt, hinter dem Buffalo STX den Polizei heißt und hinter dem Karin Bohr den Casino heißt. Und dieser Karin Bohr ist eben auch mit einem besonderen Nummernschild da, und zwar mit dem Liberty City Nummernschild und auch claimable. Das heißt, ihr könnt das Ding für 20.000 Dollar bzw. 10.000 Dollar erwerben. Solltet ihr jetzt allerdings keinen Schrottplatz haben und den Karin Bohr trotzdem haben wollen, geht ihr einfach ins Casino. Da steht er nämlich aktuell auf dem Podium. Und als Preisfahrzeug diese Woche haben wir den Obey Omnis. Um den zu bekommen, müssen wir einfach nur 2 Tage in Folge in die Top 5 in LS Kamid-Rennen kommen, also absolut machbar. Außerdem gibt es natürlich auch diese Woche wieder ein paar Testfahrzeuge in GTA Online und ein paar davon sind auch limitiert, deswegen genau aufgepasst. Bei Simeon haben wir einmal den Concrescenti 55, den Vamos, den Caracara 4x4, den Dynasty und die Western Service Sign. Außerdem im Luxury Showroom den Euros X32 und den Pipistrello. Als Teststreckenfahrzeuge haben wir den Tulip, die Coquette und den Revolta.
sowie als Premium-Testfahrzeug HSW noch den Übermacht Niobe. Und auch bei Rennen lässt uns Rockstar Games nicht völlig alleine. Und zwar gibt es einmal ein neues Premium-Rennen, das nennt sich Down the Drain, also ein neues Zeitrennen, das nennt sich Winewood Hills, und ein neues HSW-Zeitrennen Sandy Shores to La Puerta. Also ihr merkt, in der aktuellen Eventwoche kann man dann doch einiges machen. Ich meine, 3 mobile Operationen ist super, weil ihr sehr viele sehr coole Autos freischaltet, beziehungsweise die billigeren Preise davon. Zum Beispiel könnt ihr dann Ramp Buggy den billigeren Preis freischalten und so weiter. Außerdem bekommt ihr da nochmal direkt einen Bonus und auch doppelt Geld auf die Schrottplatz heißt, das ist natürlich sehr, sehr geil. Und wenn man sich einfach in GTA einloggt, die ganzen Bierhüte bekommt, beziehungsweise die Fischerhüte, ist das immer eine sehr, sehr geile Sache. Neues Auto für die, die es noch nicht haben und natürlich auch die ganzen Unabhängigkeitstags-Outfits und Gesichtsbemalungen und so weiter, ist alles in allem eine sehr, sehr nice Sache. Behaltet immer im Hinterkopf, dass sich natürlich diese Sachen auch kurzfristig nochmal ändern können. Das hier ist die vorläufige Eventwoche, die immer Mittwochabend geleakt wird und es kann natürlich sein, dass Rockstar Games hier kurzfristig noch die ein oder andere Sache ändert. Also am besten schaltet die direkt gleich ein um 10.30 Uhr, wenn wir live sind und uns die gesamte neue Eventwoche nochmal zusammen im Stream anschauen. Wenn ihr mich fragt, ist die Eventwoche schon eine 9 von 10, ist jetzt keine 10 von 10, aber wir haben ein neues Auto, zumindest für die meisten Leute, also neuen Content. Wir haben eine Möglichkeit, extrem viel Geld zu verdienen über die Schrottplatz-Heists, also das ist schon wirklich eine sehr nice Sache. Wir haben Rabatte, die in Ordnung sind, ich meine 30% aufs MOC, wer es noch nicht hat, kann da auf jeden Fall mal drüber nachdenken, denn ihr habt damit, wie gesagt, Zugriff auf diese mobilen Operationen, die eigentlich ganz cool sind und halt auch die Möglichkeit bieten, billigere Preise dann für die ganzen Spezialfahrzeuge freizuschalten. Und auch wieder mal ein Karin Bohr mit einem besonderen Nummernschild, ich glaube, da sind Sammler gerne dahinter. Also es ist jetzt keine 10 von 10 Woche, aber es ist schon eine ganz ordentliche Eventwoche. Vor allem, weil man eben diese Sachen bekommen kann, die man eigentlich nur einmal im Jahr bekommt. Und eigentlich hatte ich gesagt, dass ich pro Video nicht mehr als einen Partner erwähne, aber es bietet sich halt so krass an, weil sich heute Holy einfach so eine krasse Kooperation rausschallert, dass ich das einfach erwähnen muss. Denn Hitchies, kennt ihr die Firma, die so Süßigkeiten macht und so weiter, hat jetzt eine Kooperation mit meinem Partner Holy und die bringen heute 3 limitierte Sorten raus. Einmal blaue Drachenzunge, Cola, Spinnenbeine und orange Krakenarme. Und passend dazu auch limitierte Cowboy-Maus und alles im Holy-Geschmack. Also richtig, richtig krass. Checkt's gerne ab heute 16 Uhr bei Holy mit dem Rabattcode JULEX. Ich muss es einfach erwähnen, weil eine Alternative zu Fanta und Cola und das alles in verhältnismäßig gesund ist natürlich eine sehr nice Sache. Link zu Holy ist natürlich auch in der Beschreibung. Aber wie findest du die Eventwoche? Schreib's mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wir werden später im Stream natürlich ein fettes Feuerwerk veranstalten. Also komm auf jeden Fall vorbei. Wir sind live auf Twitch um 10.30 Uhr werden zusammen die gesamte neue Eventwoche und das ganze Special zusammen abchecken. Und ich bin jetzt schon gespannt, nachdem in den letzten Streams das Wolfsrudel rund um Wölfchen immer größer und größer wurde und immer mehr Leute die Wolfsmaske hatten, gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit, sich die Maske wieder zu holen. Und ich bin gespannt, wann wir in der Lobby mal wieder so ein richtiges Wolfsrudel gegen die Aliens haben, weil ich bin ja immer als Alien unterwegs, Wölfchen als Wolf und irgendwie so langsam bildet sich so jeweils so eine Fraktion, so 2 Grüppchen und ich bin auf jeden Fall sehr hyped zu sehen, was da abgeht in nächster Zeit. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, lasst gerne kostenlos ein Abo da, um nichts mehr rund um GTA zu verpassen. Teilt das Video mit all deinen Freunden auf Facebook, WhatsApp, Twitter und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns gleich im Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.